Wir nutzen die Reise nach Sizilien, um in Nürnberg Station zu machen. Über das Verkehrsmuseum gibt es einen weiteren Film. Ich hatte mich im Vorfeld informiert, dass das Straßenbahndepot an dem Sonntag, wo wir ankommen, nicht geöffnet hat, sondern erst am nächsten Wochenende. Da wir eine Touristenkarte kaufen wollten, am nächsten Tag sind wir rechtzeitig da, weil wir Angst hatten, dass die Fahrt ausverkauft ist. War aber nicht der Fall. Sie kostet 17 Euro. Wir befahren zuerst die Strecke der Linie 6 zum Dokumentationszentrum Reichsparteitaggelände, wo wir aussteigen. Dann geht es zum Straßenbahndepot, welches sehr schön ist, aber leider stehen die Bahnen sehr eng. Könnte und aber ich gebe mir Mühe, ihn wink. Alfes eine Genehmigung haben wollte, die der dann gekriegt hat, wo er gab andere Unternehmen. Reichmann kennt sie vielleicht, so Reichbund, rechte Schiene, linke Schiene. Dann noch mehr Leute auch mit der Straßenbahn fahren konnten. Und die gerade vorhin schon demonstriert, bim bim, die Schaffner haben ja immer gebimmelt. Also, wir haben vor allem auch selbst gebaut. Da haben wir eigentlich eine sehr schöne. Eine andere Sache, wo ich jetzt hier davor stehe, und ich habe nochmal im Reinkommen, reinkönnen. Eine andere Sache, wo ich jetzt hier davor stehe, und setze ich, weil, dass man mit elektrischem Strom, gleiches Material, Edelstahl, Kochtöpfe oder Tür oder Töpfe, das gab es erst, da gab es erste Patienten 1912. So, und dann kam einem auf die Idee, auch das ist ja hinten. Oh ja, heißt Puffen. So, leider wird man hier schon. Danach geht es weiter zum Plärrer, wo alle außer uns aussteigen, da es noch eine kleine Stadtführung gibt. Wir fahren zum Einsteigepunkt am Bahnhof zurück. Bei der Bearbeitung dieses Filmes finde ich keinen Hinweis auf den Seiten des Touristenbüros zu dieser Fahrt, die immer montags um 10 Uhr stattfinden soll, wenn an dem Wochenende nicht das Depot geöffnet hat, wo es auch eine Sonderfahrt mit der Touristenlinie 15 gibt. Hatten wir einfach mal wieder Glück, denn am nächsten Tag streikten die Straßenbahnfahrer und Fahrerinnen, auch die U-Bahn fuhr nicht. Während meine Frau shoppen geht, filme ich ein bisschen die Bahn. Die Linien 5, 7 und 8 kommen hier zusammen.